Heute haben wir ein sehr vielversprechendes Spiel für Sie im Angebot. In diesem Duell ist alles drin. Es wird hochklassig. Bleiben Sie unbedingt dran. Wer setzt sich durch? In wenigen Minuten kann es losgehen. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann freuen sich sehr, dass Sie zu Hause mit dabei sind. Wir werden dieses Spiel wieder einmal für Sie kommentieren. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. FC Magdeburg gegen Hannover 96. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Nicht ungefährlich, Steilpass. Gefährlicher Steilpass. Oh, nicht das Tor. Und wenn der reingeht, dann haben sie das Ding erstmal im Griff. Aber so weiter, 0-0. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Das ist die Aufstellung, mit der Hannover in dieses Spiel geht. Sie machen das sehr geduldig. Gute Chance. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Erst diese herrliche Parade, jetzt noch diese sichere Aktion hinterher. Gute Szene. Da wissen Sie natürlich, bei wem Sie sich bedanken müssen. Sonderlob hier für den Keeper. Sie haben den Ball und Sie schauen immer wieder, wo sind die Nebenleute. Attik. Da ist der Ball weg. Harvard Nielsen. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Sie bieten sich an. Macht er ihn. Wahnsinn. Er hält ihn. Ecke kommt in den 16er. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Schopp. Ball wird abgeschirmt. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Neumann. Schopp. Unwiderstehliches Dribbling. Aber die Abwehr ohne Probleme. So, sie kommen, sie greifen an. Und jetzt schauen Sie, wo sind die Anspielstationen? Wo ist die Lücke? Zieht einfach mal ab. Er kann erst mal klären.
Schopp. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Die Mitspieler bieten sich an. Er hat die Chance zur Führung. Oh, kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Ah, den hätte er besser platzieren müssen. Da holen sie sich den Ball mit diesem Zweikampf. Das ist die Chance. Starke Parade. Bekommen sie doch den Nachschuss. Frühes Pressing. Sofort ist der Druck da. Und jetzt haben sie den Ball. Oh, erst diese Riesenparade und dann ohne große Mühe. Er hat den Ball. Hat er wieder gezeigt, was er drauf hat. Rückhalt für die Mannschaft. Auf ihn ist Verlass. Und er pfeift abseits. So, der Pausenpfiff beendet diesen ersten Durchgang. Jetzt ist erstmal Durchatmen angesagt. Zweite Spielhälfte kann nun also losgehen. Wir erleben zwei Teams auf Augenhöhe, unentschieden bisher, alles ausgeglichen. Sie lauern da jetzt auf die Führung. Aber dann schleicht sich doch der Fehler ein. Weg ist der Ball. Gibt Einwurf. Müller. Das könnte die Chance werden. Ja, gut gemacht bei diesem Block. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Oh, das sieht nicht gut aus, könnte gelb geben. Ich glaube schon, das war gelb. Sehe ich auch so, absolut vertretbar, beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. Die Situation wird erstmal geklärt. Stark, das war's mit der Chance. Könnte was werden, guter Pass. Jetzt angezeigt, abseits. Macht da gut Druck. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Er verliert da den Ball. Jetzt haben sie durchaus Platz für den Konter.
könnte die Führung werden. Und damit haben wir das erste Tor dieser Partie. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Schupp geht einfach vorbei. Flanke kommt rein. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Noch so kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Und damit sind sie am Ball. Neumann. Christiansen. Geht dazwischen. Jetzt wird's gefährlich. Schöner Versuch. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Muss natürlich Freistoß geben. Sie drängen auf den Ausgleich. Spät, ganz spät. Sie versuchen noch mal alles. Vielleicht der späte Ausgleich jetzt bei diesem Eckball. Gleich wird hier ausgewechselt. Ecke kommt lang. Gefährlich jetzt. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Nochmal jetzt der Angriff. Es könnte vielleicht schon der letzte in diesem Spiel sein. Und noch immer liegen sie hier knapp hinten. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Ecke, vielleicht liegt hier jetzt doch noch der Ausgleich in der Luft. Da zeigt er sein Können. Schupp. 3 Minuten gibt's oben drauf. Christiansen. Kunze.
Kunze. Schopp. Da ist die Chance. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Und das war's für heute. Am Ende steht hier also die Niederlage für die Gastgeber. Knappe Niederlage in der Liga also. Es hat nicht ganz gereicht. Aber ich bin sicher, die werden aus diesem Spiel lernen und stärker wiederkommen. Das ist keine Frage. Das war gut, was er heute angeboten hat. Hat natürlich mit dem Führungstor viel gezeigt. Ja, sie leben von solchen Toren, ist einfach stark. Diese Torgefahr, diese Kaltschnäuzigkeit haben wir heute wieder erlebt. Und dann kommt eben auch ein Sieg dabei raus.